Hallo? Guten Tag, Herr Buchhocker. Es ist wohl offensichtlich geworden, dass Kirschkraft als Informationsquelle unzureichend ist. Das fällt Ihnen aber früh auf. Sagen Sie ihm, Sie würden gerne mit einem Wissenschaftler oder einem Diplomaten reden. Fürs Erste ginge auf sein Vorgesetzter. Ich werde mal fragen. Er wird Sie doch bestimmt irgendwie weiterleiten können. Sagen Sie, Sie wollen eine Grußbotschaft der Erde übermitteln und einen wissenschaftlichen Austausch anstoßen. Und wie lautet die Grußbotschaft? Dass wir friedliche Absichten haben und von Ihnen lernen wollen. Haben wir friedliche Absichten? Selbstverständlich. Ich schicke Ihnen den Text als E-Mail. Okay, meine E-Mail-Adresse ist Die georgbuchhocker. haben wir. Sind Sie bereit? Es geht los. Hi, du kleine Erdenschlampe. Hi, Kirschkraft. Apropos Erde. Ich habe eine Grußbotschaft von der Erde. Wie von der Erde? Von wem? Vom Präsidenten. Was will der denn von mir? Also eigentlich nicht von dir. Ich soll dir einen Wissenschaftler oder Diplomaten ausrichten. Aha. Und wie willst du das machen? Ich hatte gehofft, du hilfst mir dabei. Kannst du mich nicht durchstellen zur Regierung oder so? Ja, sicher. Ich rufe vom Präsidenten an und sage, meine Cybernote von der Erde lässt Grüße ausrichten. Gibt es da nicht jemand, das muss ja nicht der Präsident sein. Vielleicht den Bürgermeister oder deinen Vorgesetzten. Wer ist mit meiner Frau? Ist die deine Vorgesetzte? Das war ein Witz. Kapierst du nicht? Niemand darf von uns erfahren. Ich wäre ja schön blöd. Irgendjemand. Ich weiß, wenn ich dir vorstellen kann. Ja? Eine Ohrkirsche. Kirschkraft. Komm, schieb dir deine Grußbotschaft ins Ohr. Zeig mir lieber, was du mitgebracht hast. Ich bin schon ganz rattig. Ja, ich habe tatsächlich wieder was mitgebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob es dir gefallen wird. Der Pinsel war saugeil. Nein, was ganz anderes. Hier, guck mal. Weißt du, was das ist? Eine Wäscheklammer. Du bist doch nicht. Soll ich? Verdammt, bist du pervers. Ja, mach es. So. Oh, du machst es wirklich. Das ist so geil. Komm, zeig's mir noch mal. Sicher? Ja, komm schon, tu es. Okay. Oh, oh, das ist geil. Das braucht dich. Danke. Gerne geschehen. Oh, bis morgen. Bis morgen. Ja? Das tut mir leid. $500, damit Sie hier Ihren Spaß haben. Spaß? Wieso habe ich denn Spaß? Ich habe mich echt angestrengt. Nur ist nichts bei rumgekommen. Sie hätten mehr Druck ausüben sollen, ihm was anbieten sollen. Was denn anbieten? Was weiß ich denn? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee mit der Wäscheklammer gekommen? Habe ich in einem Buch gelesen. Obwohl, ich will es gar nicht wissen. War auf jeden Fall reichlich riskant, nachdem es gestern schon schief gegangen war. Es hat ihm anscheinend gefallen, oder? Und Ihnen auch ein bisschen, oder? Ich war froh, dass es Ihnen gefallen hat. Vielleicht nehmen Sie morgen einfach zwei Wäscheklammern, dann sind wir auf Nummer sicher. Okay. Bin gespannt, wie lange ich den noch bei der Stange halten kann. Ewig wird es auf jeden Fall nicht gehen. Ja, wir machen uns auch Sorgen. Wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, auch mit anderen Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Am besten Außerirdische, die nicht gerade masturbieren. Also bis morgen, Herr Buchrucker. Ja, Dr. Obermeier.